Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video und wir fahren nochmal den Mustang heute, ja? Habe ich ja versprochen, ich wollte nochmal ein normales Rennen mit dir machen und mal gucken, ob das erstens geht und zweitens, ob der Wagen gut ist. Und ich wollte eigentlich auch mal gucken, ob man theoretisch mit anderen Fahrzeugen die Polizeirennen machen kann, weiß ich nicht. Und ich wollte eigentlich das Licht heute mal anmachen, ne? Warte mal. So wie die Lampe jetzt eingestellt ist, habe ich die eigentlich immer eingestellt. Kamera muss ich gleich noch ein bisschen anpassen, aber ich finde... Sieht doch schon gut aus, oder? Jetzt könnt ihr mal reinschreiben, was ihr besser fandet, mit dem Licht oder ohne Licht. So, den Wagen haben wir schon angeguckt, auftun kannst du nix. Aber wir könnten ja mal theoretisch eine Folie ändern, ne? Ich würde euch nämlich mal sagen, wir nehmen jetzt mal diese Police-Folie, weil die hat mir echt gut gefallen. Alter, er hat ja sogar vorne das Police in Spiegelschrift geschrieben, Digga. Was für ein Five-Head, Digga. An alles gedacht, der Kollege. Nicey Dicey. Anthony, 94. Wo's geht raus? Lade ich mir runter, den Bums. So, und ich werde jetzt auch mal die Folie... Ach, die Folie, Digga, ich weiß. Ich würde ja sagen, ich muss ins Bett, ne? Aber da war ich eigentlich schon. Sollen wir mal das hier nehmen? Komm, wir nehmen mal das. Einfach mal gucken. So. Und dann... Tuning haben wir schon gemacht. Der Wagen hatte, wenn er es nicht gesehen hatte... Wenn ihr das nicht gesehen habt... Deutschkurs, Gutkurs... Digga, was laber ich heute für einen Scheiß, Mann? Der Wagen hatte... Ach komm, wir fangen jetzt einfach ein Rennen, leck mich am Arsch. So, Fahrzeug wechseln. Du kannst nur die Street Race Polizeiautos auswählen, ja. Das ist ein Street Race Rennen, also kannst nur die Street Racer nehmen. Kannst keine normalen Fahrzeuge nehmen. Bedeutet, wenn ihr kein Polizeiauto habt, dann könnt ihr die Rennen gar nicht fahren, ja. Macht eigentlich auch Sinn, aber wer weiß, ne? Dem Spiel weiß ich ja nie. Okay, jetzt haben wir mal ein normales Rennen. So, und zwar unsere Standardroute. Wir fahren erstmal südliche Zentralwälder. Kann ich noch rauchen oder ist das schon tot hier? Ne, ist tot, scheiße. So. Erstmal das linke Ding anmachen hier. So, jetzt wäre geil, wenn man die ausschalten könnte, ne? Was? Jetzt haben wir so ein Auto, dann können wir auch mal nutzen, oder? Jetzt wird ja hier nicht mehr fair gefahren. Jetzt wird erstmal hier. Hallo? Ja, Lisa, das war's komplett, ne? So, Russell, kannst du einmal anhalten mit deinem Kack-Ferrari hier? Danke. Das wäre witzig, ne? Wenn die jetzt noch so extra Platz machen würden oder so, wenn du so ein Auto hast. Das wäre ein cooles Easter Egg gewesen. Boah, der rammt aber heftig, ne? Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der hat echt so ein bisschen mehr als andere Autos hier. Ich glaube, mit einem normalen... Ja, er fährt einfach in den Acker rein mit mir, jawohl. Der denkt so, nee, ich lass mich nicht wegkicken. Ich fahre lieber gleich in den Acker rein. Scheiße drauf. Wie heißt denn das hier in dem Spiel? Bulldozer, so. Bulldozer. Das ist ja das, was du für die Demolition-Autos brauchst. Da hinten. Was? Ich bin Vierter? Ach du Scheiße. Okay, jetzt muss ich einfach mal reinhauen. Ey! Boah, ich hätte auch wegschieben können, Mann. Wofür ist denn der Rambo da vorne? Hallo. Siebter. Alles klar. Ja. Schneide ich einfach raus gleich dann am besten. Oh, der hat aber richtig... Okay, im Acker darfst du nicht reinfahren. Da geht übelst die Geschwindigkeit. Also der Wagen fährt sich ja nicht schlecht, ne? Aber irgendwie auch nicht gut. Guck mal, die Kurve hat er zum Beispiel wieder richtig gut genommen. Aber ich finde, der hat so ein ganz, 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 ganz kleines, fällt kaum auf, Nachlenken. Und wirklich ganz minimal. Und ich finde, der wird extrem langsam, wenn du einmal auf den Acker kommst, kurz. Ich finde, langsamer als andere Fahrzeuge. Aber der ist jetzt echt nicht schlecht, ne?
würde ja mal gerne wissen. Was haben wir denn noch? Street Race haben wir noch, die Corvette. Und wir haben den BMW M8. Also die Corvette als normales Auto war schon mal scheiße. Der M8 war aber geil. Ich würde sagen, wir machen erstmal nächste Rennen. Die Zeit könnt ihr ignorieren. So, jetzt nochmal St. Georg. Jetzt müssen wir aber eine richtig gute Zeit hinlegen. Ich gebe mir mal ein bisschen Mühe hier. Ich habe aber echt auch ein paar Wochen nicht gezockt jetzt, ne? So. Was ich noch sagen wollte, das seht ihr leider. Das heißt leider, zum Glück seht ihr das nicht. Aber ich merke das. Ich habe leider ein kleines Delay im Spiel. Das heißt, das hört man vor allem am Ton. Wenn ich jetzt Gas gebe, höre ich erstmal nichts. Und dann höre ich den Ton erst. Deswegen fällt es mir auch vielleicht gerade ein bisschen schwieriger zu fahren. Weil ich fahre auch viel mit den Ohren. Hört sich vielleicht komisch an, aber ohne Ton zum Beispiel kann ich, glaube ich, gar nicht fahren. Mit dem Delay gerade ist es irgendwie ein bisschen dämlich. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich habe ja jetzt diese neue Elgato Game Capture, ne? Womit ich ja in 4K aufnehmen kann. Und ich habe irgendwie ein Delay da drin. Boah, die Leitplanke, Digga. Boah, scheiße. Was ein Glück. Ja, keine Ahnung. Ich habe irgendwie ein Delay da drin, ne? Ich glaube, das ist bei der sogar normal. Weil das halt eine externe ist. Problem ist, ich kann aber leider auch keine interne anschließen, ne? Das fuckt mich so ab, Leute. Dann müsste ich erstmal einen neuen PC kaufen. Und ein vernünftiger neuer PC kostet mal locker 4.000-5.000 Euro oder so. Das ist mir gerade echt zu viel, Mann. Vor allem kann ich den, glaube ich, nirgendwo hier hinstellen, weil der wahrscheinlich viel zu groß ist. Also, keine Ahnung. Vielleicht auch ein neues... Ich weiß nicht, Alter, keine Ahnung. Ist das so eine externe Capture-Card? Die ist ja mit USB-Kabel, ich glaube USB 3.0 am PC angeschlossen. Ich weiß nicht, ob es was bringen würde, ein neues USB-Kabel zu kaufen. Keine Ahnung. Aber mich fuckt dieses Delay schon ziemlich ab. Das Gute ist, ihr merkt das nicht. Es ist auch wirklich minimal, ne? Das sind nur... Keine Ahnung. Ich glaube noch nicht mal eine halbe Sekunde. Boah, scheiße. Ist weniger als eine halbe Sekunde auf jeden Fall. Ja, ist viel weniger. Ein paar hundert Millisekunden. Aber zum Beispiel, ich drücke Nitro. Gefühlt eine Sekunde später höre ich erst den Ton, Mann. Das nervt übelst. Naja. Ja, schade. Der Unfall gerade hat jetzt wieder die Zeit gekillt. Mal gucken, wann wir da ankommen. Aber ich glaube, unter 3 Minuten wird es auf jeden Fall nicht. Und 3 Minuten wird es auch nicht. Immer schön wallgrinden. Zum Beispiel, wenn er jetzt in so im Begrenzer hängt, also der, oder halt driftet, das höre ich erst gefühlt eine Sekunde später. Und sonst, wenn ich höre, okay, der ist gerade im Drift, dann nehme ich halt Gas weg, damit der nicht mehr driftet. Guck mal, gar nicht so schlecht, ne? 3,6. Also ich würde schon sagen, was können wir für den Dingens... Ja, 4 Sekunden können wir abziehen, oder? So, auf jeden Fall ist es möglich und das finde ich echt geil. Ich habe das natürlich schon geahnt, aber ich... Ja, kann ja sein, ne? Du kannst wirklich mit dem Polizeiauto ein normales Rennen fahren. Finde ich ziemlich nice, Mann. Echt geil. Feierlich. Das ist echt cool, weil du könntest jetzt zum Beispiel einfach New York fahren oder so, also das Hypercar-Rennen. Und kannst so eine kleine Verfolgungsjagd oder so machen, keine Ahnung. Finde ich übelst geil. Ist echt gut gemacht, Mann. Ja, ich würde sagen, als nächstes gucken wir uns mal... Was haben wir da noch? Die Corvette haben wir noch, den BMW M8... Den Bugatti. Das war's erstmal, glaube ich. Ich glaube, mehr gibt's noch. Doch, es gibt noch mehr. Muss ich aber noch kaufen. Stimmt. Fast vergessen. So, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao.